zwei Sachen, die nehme ich noch inshallah dran. Einmal, ist es Jumu'ah-Gebet, wenn Schüler und Studenten das Jumu'ah-Gebet nicht verrichten können, wer trägt die Schuld oder die Sünde dafür? Oder ist das überhaupt eine Sünde? Und dann inshallah ganz kurz über Fingernägel. Ja, darf man, ja, Frauen mögen gerne Fingernägel und Fingernägel wachsen lassen und viele von ihnen sehen das als etwas Schönes. Ja, und darüber wollte ich inshallah auch ganz kurz reden, inshallah, jazakallahu khairan, über diese zwei Sachen noch und dann mache ich inshallah Schluss. Wenn mit A Cappella aber gemeint ist, dass die Instrumente auch mit dem Mund gemacht werden, ist es wieder kein Nasheed mehr, wie er gerade erklärt hat. Achso, okay. Hat einer gefragt, eine geantwortet, dann ist okay. Also, Nummer 1, ganz kurz inshallah, also zum Freitagsgebet. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, derjenige, der dreimal Jumu'ah hintereinander verpasst hat, er kriegt einen Stempel auf sein Herz. Ja, ein Stempel. Also das ist ein Beweis dafür, dass es haram ist und dass es eine schlimme Sünde ist. Ja, eine schlimme Sünde ist. Allah subhanahu wa ta'ala hat im Koran gesagt, im Vers, in der Surah al-Jumu'ah, das Freitagsgebet, hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. Ja, Allah sagt, o ihr, die ihr glaubt, wenn zum Freitagsgebet gerufen wird, dann eilt zu der Moschee und unterlasst den Handel. Ja, unterlasst den Handel. Dann ist Handeln und Arbeiten verboten. Ja, also das ist ja auch eine Pflicht. Und diese Pflicht ist natürlich nicht für die Frauen, sondern für die Männer. Und natürlich nicht für die Männer, die auf einer Reise sind, sondern für die Männer, die sesshaft sind. Und das ist natürlich nicht für die Männer, die in einem Dorf leben und die nächste Moschee ist 50 Kilometer entfernt. Die sind dann ausgeschlossen von dieser Pflicht. Und jemand, der zum Beispiel eine richtige Entschuldigung hat, zum Beispiel er ist krank und er kann nicht zum Gebet, dann ist er entschuldigt. Aber wir reden jetzt hier über alle anderen, die zum Freitagsgebet gehen können. Ja? So, derjenige, der zum Freitagsgebet gehen kann und er ist ein Baligh, ja? ein kleiner Junge, der 6 Jahre alt ist, er muss ja nicht zum Freitagsgebet. Das heißt, ein Grundschüler, meistens ist ein Grundschüler zwischen 6 und 10 Jahre alt, ja, hat somit meistens, in den meisten Fällen, die Reife nicht erreicht. Ja, ich denke mal, dass es selten ist, dass ein Junge in dem Alter einen Samenerguss hat und somit ist er nicht reif. Und dann ist es für ihn auch nicht verpflichtend. Aber was ist jetzt nun mit den Kindern, die, sagen wir mal, schon 13 sind, vielleicht 12, Allahu alim, ich weiß nicht, ja, wenn die Pubertät erreicht haben, wenn sie die Reife erreicht haben und dann zu den Mukallafin gehören, ja, er ist schon im Taklif, er wird zur Rechenschaft gezogen für das, was er tut oder was er nicht tut, ja, so, dann ist es ja für ihn auch verpflichtend, das Freitagsgebet in der Moschee zu beten. Und hier ist es, liebe Geschwister, wichtig zu wissen, spätestens mit 15 hat jeder die Reife erreicht im Islam. Ja? Mit 15 hat man immer die Reife erreicht. Ja? Auch wenn es vielleicht dann noch nicht, keine Ahnung, zum Beispiel die Menstruation oder als Frau die Menstruation bekommen hat oder als Junge zum Beispiel einen Samenerguss hat, egal auch wie er zustande gekommen ist, durch Beischlaf, durch Halal, durch Haram, egal wie. Ja, also wenn er den Samenerguss hatte, dann ist er schon reif, also hat er die Reife erreicht und dann ist es für ihn verpflichtend, das Freitagsgebet in der Moschee, in der Jama'a zu beten. Und man ist, liebe Geschwister, nicht einfach so entschuldigt. Ja, man kann nicht einfach sagen, Barakallahu fikum, ja, ich muss arbeiten, mein Chef erlaubt mir das nicht. Man kann nicht einfach sagen, ich gehe zur Schule, ja, ich muss zur Schule und die Schule erlaubt es mir nicht. Ja, zum Beispiel im Sommer ist es ja vielleicht in Deutschland zum Beispiel einigermaßen leicht, ja, vielleicht im Sommer, weil das Freitagsgebet ist, das Dohr-Gebet ist ja meistens um 13.30 Uhr ungefähr und deswegen die meisten Moscheen, schätze ich mal, fangen ja erst ungefähr um 14 Uhr an, manche 14.15 Uhr, ja, irgendwo so, ja, und dann hat man dann vielleicht schon die Möglichkeit, dass man ja den Sohn abholt von der Schule und mit dem direkt zur Moschee fährt, im Sommer, ja, in den Sommermonaten. Oder zum Beispiel, dass der direkt einfach zur Moschee geht und dann das Freitagsgebet mit verrichten kann. Dann ist es ja in Ordnung. Aber ein großes Problem ist zum Beispiel, ja, weil ich glaube, viele Schulen haben ja in Deutschland 1 Uhr Schulschluss,
Aber es gibt ja das Problem von Schulen, die auch bis 3 oder 4 Uhr, ja, gehen oder bis 2 Uhr, 2:30 Uhr, gibt es ja auch bestimmt. Ja, auch wenn es vielleicht die meisten Schulen nicht haben, aber dennoch viele. Also ich habe mal als kleines Kind in Frankreich gelebt und dort haben die meisten Schulen, hat man auch meistens Nachmittagsschule. Also man um 12 Uhr hast du kurz frei, kannst nach Hause gehen, essen, trinken. Und dann hast du wieder von 14 Uhr bis 17 oder 18 Uhr Schule. Ja, da hast du Ganztagsschulen sind das. Also die meisten Schulen, zumindest damals, als ich zur Schule gegangen bin, war das so. Ja. Und in anderen Ländern ist es verschieden. Zum Beispiel jetzt hier in England haben die meisten Schulen haben von 8 bis 15 Uhr Schule. Ja. Wie auch immer, wie dem auch sei, egal wie, ein Kind, ein Sohn, ja, die Töchter haben sowieso dann kein Problem damit, weil sie sowieso nicht verpflichtet sind, das Freitagsgebet zu verrichten. Aber sind dazu verpflichtet, das Mittaggebet zu verrichten. Ja, das Mittaggebet. Das Duhr-Gebet sind Jungs und Mädchen verpflichtet zu beten. Und da muss man auch wirklich gucken, dass man als Eltern, dass man irgendwie das regelt, dass man den Kindern das beibringt, ja, dass sie beten und beten müssen und dass sie dann schauen, ja, wie sie das machen. Ja? Und wenn dein Sohn, deine Tochter, wenn die schon die Reife erreicht haben, auch mit 12, 13, 14, sie müssen das Gebet pünktlich verrichten, auch wenn sie zur Schule gehen. Oder ein Student, wenn er zur Uni geht oder zur Hochschule, ja? Fachhochschule zum Beispiel. Und besonders jetzt im Winter. Warum? Weil das Nachmittagsgebet, das Asr-Gebet, ist ja schon, ja, vielerorts schon um 15 Uhr, 15:30 Uhr, etc. Ja. Und der sagt mir noch, und dann ist es wichtig, liebe Geschwister, dass wir den Kindern beibringen, sie müssen beten. Ja, weil wenn die das Duhr-Gebet, ja, das Duhr-Gebet nicht beten und sie kommen erst, keine Ahnung, um 15 Uhr, 16 Uhr nach Hause und dann haben sie das Mittaggebet noch nicht gebetet, dann ist ja das nächste Gebet schon eingetroffen und damit haben sie eine große Sünde begangen. Und da muss man dann, oder können wir vielleicht gleich drüber reden, wer trägt da die Schuld und wer trägt da die Sünde? Ja, ich habe mal ehrlich gesagt von einem Prediger gehört, und das hat mich sehr, sehr gewundert und das war vielleicht auch ein Grund, warum ich jetzt das angesprochen habe. Ich hab mich sehr, sehr darüber gewundert, dass ein Prediger gesagt hat, dass die entschuldigt sind, weil die in dem Augenblick quasi von der Schule gezwungen werden und einem Ikrar unterliegen. Ja? Also gezwungenermaßen gegen ihren Willen, als würde man ihnen hier ein Messer ans Hals legen. Und ihnen sagen, entweder du betest nicht oder ich bring dich um. Ja? Und das hat mich sehr, sehr verwundert, ehrlich gesagt. Allahu alam, ich müsste ehrlich mal Gelehrte fragen, aber das scheint mir sehr, 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 sehr weit von der Wahrheit. Ja? Also es scheint mir persönlich, ja, er sagte dann, die Sünde übernimmt nicht der Junge, der schon reif ist, und übernimmt nicht sein Vater, der ihn in diesem Land leben lässt oder ihn nicht aufklärt oder was auch immer, sondern die Sünde übernimmt der Schulleiter, der Peter Heinz, wie auch immer. Das fand ich ehrlich gesagt schon sehr, sehr Allahu alam. Also ich denke nicht, ich denke, dass er da die Wahrheit weit verfehlt hat, ehrlich gesagt, mit dieser Aussage. Und deswegen, liebe Schwester, ganz einfach, im Islam ist das so, ja, wenn du deinen Pflichten nicht nachkommen kannst, eine Frau kann sich nicht bedecken, sie kann kein Hijab tragen. Ja, sie kann es nicht, weil sie in diesem Land, wo sie lebt, es einfach verboten ist, zum Beispiel. Dann kommt ein Hukm von Allah, ein Urteil von Allah. Diese Frau, wenn sie kann, muss sie auswandern. Ja, du als Mann, du darfst zum Beispiel nicht beten. Es wird dir verboten zu beten, eine Pflicht in deiner Religion nachzugehen. Wenn du es nicht kannst, bist du verpflichtet auszuwandern. Ja? Wenn du es nicht tust, obwohl du es kannst, dann trägst du die Sünde dafür. Und nicht irgendwie, ja, keine Ahnung, der König in diesem Land, der sowieso kein Muslim ist. Ja? Er lässt sich ja auswandern. Ist ja erlaubt. Und dafür gibt es ja auch diese Verse im Koran, in Surat An-Nisa, ich glaube Vers 96 bis 99 oder 100, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wie fängt der Vers an, Abdullah? Über Hijra. Surat An-Nisa, Vers 96. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا الذين
fängt der Vers an? Weißt du, ich weiß, was ich mir meine? Ja, Seite 96, glaube ich. Die linke Seite ist das. Linke Seite, Mitte. Da sagen die Malaika, قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. In dem, ja, diese Verse, wo Allah uns mitteilt, dass die Engel am Tage der Auferstehung zu den Menschen sprechen werden und ihnen sagen werden, ja, ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها, ist die Erde Allahs nicht weit genug, dass ihr hättet auswandern können? فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ. Genau, إِنَّ الَّذِينَ بَرَكْلَوْ فِيكَ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِ أَنفُسِهِمْ. Ja? إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ. Wahrlich diejenigen, die Engel abberufen. Ja? Die Engel quasi ihre Seelen nehmen. Ihre Seelen nehmen. إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِ أَنفُسِهِمْ. Und diese Leute haben sich selbst Unrecht getan. Die haben gesündigt, die haben Haram gemacht. Die Malaika, die Engel, sprechen dann zu ihnen und sagen, قَالُوا فِيمَا كُنْتُمْ. Sie sagen zu ihnen, wo habt ihr euch aufgefunden? Ja, wo habt ihr euch aufgefunden? Was habt ihr getan? قَالُوا كُنَّا مُسْتَعَفِينَ فِي الْأَرْضِ. Sie sagen, sie antworten, wir waren nur Schwache im Land. Wir waren schwach, was sollen wir machen? Die Regierung hat uns gesagt, wir dürfen nicht beten, wir dürfen kein Kopftuch tragen, wir dürfen kein dies, wir dürfen nicht das. Die Engel wiederum werden dann zu ihnen sagen, قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَ فَتُهَاجِرُ فِيهَا فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِلَّا الْمُسْتَعْفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala sagt in diesen Versen, dass diese Leute, die in diesem Zustand waren, sie haben gesagt, wir waren nur schwach. Uns wurde gesagt, wir dürfen nicht beten. Uns wurde gesagt, ich darf kein Kopftuch tragen. Uns wurde gesagt, ich darf nicht Jumu'ah beten. Mir wurde das Gebet verboten, etc. Ja? Die Engel sagen, diese Leute, sie werden in die Hölle gehen. Und was für ein übler, schlimmer Ausgang werden diese Leute haben. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala im nächsten Vers, illa, ausgeschlossen, ausgenommen, illa al-mustad'afina min al-rijali wal-nisa'i wal-wildan. Ausgenommen sind die Männer und Frauen und Kinder. Ausgenommen sind die Männer und Frauen und Kinder, die schwach waren, die entschuldigt sind. Ja, die entschuldigt sind. Zum Beispiel eine Frau, alleinerziehend, kein Geld, die weiß nicht wohin. Ein anderer, der ist, keine Ahnung, Asylstatus, hat keinen Pass, er darf nicht verreisen. Ein anderer, der wird überall auf der Welt gesucht, geht er, verreist er, kriegt er Todesstrafe. Beispielsweise, ja. Politisch verfolgt, was auch immer. Es gibt viele, viele verschiedene Gründe. Einer zum Beispiel ist krank. Einer zum Beispiel, er hat seine Mutter, lebt in Deutschland. Seine Mutter ist, ich kenne zum Beispiel einen Bruder, seine Mutter, er lebt in Deutschland. Sie hat, ich glaube, zwei oder drei behinderte, körperlich behinderte Kinder, die, ich glaube, er sagte mir, 140 Kilogramm wiegen. Und die Mutter, die kocht und wäscht und, ja, die können gar nichts, sie sind schwer behindert. Erwachsene Menschen, die so schwer wiegen, die zieht sie an und zieht sie um und wäscht sie und Pampers wechseln und was weiß ich was, ja. Und die Mutter, die macht das, weil das der Vater zum Beispiel nicht macht, ja. Und da ist kein anderer, der das macht zum Beispiel, ja. Zum Beispiel hast du so einen Zustand, du hast behinderte Geschwister oder eine behinderte Mutter und diese Mutter, sie hat niemanden außer dich und du musst... Warum? Weil sie ist gezwungen, da zu bleiben, weil sie zum Beispiel, keine Ahnung, ihre, ja, Leber oder irgendwelche Krankheiten hat und sie muss dort zur Dialyse 2-3 Mal die Woche zum Krankenhaus etc. Und sie kann das in der Heimat oder anderswo nicht machen. Wie auch immer. Ja? Jemand ist gezwungen wegen seiner Situation. Er hat kein Geld, um auszuwandern. Er hat keine Möglichkeit. Oder er ist anders entschuldigt. Jemand, der entschuldigt ist, ist entschuldigt. Ja? Das sagt ja auch Allah in dem nächsten Vers. Ja? Das sind Leute, die entschuldigt sind. Aber die, die nicht entschuldigt sind, sie machen dann offensichtlich Sünde und Haram. Ja? Und die sagen, ja, was soll ich machen? Der Chef erlaubt mir nicht, zum Jumu'ah zu gehen.
Ja, ganz ehrlich, was muss man denn machen? Oder was ist, dann würde mir jetzt einer von euch sagen, okay, was ist die Lösung? Sollen wir einfach dann nicht arbeiten, Sozialamt? Nein, nein, sage ich nicht. Ja, sage ich nicht. Wenn du aber in einer Arbeit, wenn du gerade eine Arbeit hast, wo zum Beispiel der Chef dir nicht erlaubt, ja, es gibt Geschwister, die haben ihr noch nie Erlaubnis um Erlaubnis gefragt. Ja, die haben ja noch nie gefragt, ob sie eine Erlaubnis bekommen. Und ich habe das schon oft gehört von Brüdern. Ja, so, mein Chef lässt mich nicht. Hast du deinen Chef schon mal gefragt? Nein, habe ich nicht gefragt. Ja, warum fragst du ihn nicht? Ja, ich glaube, der würde mir sowieso nicht geben. Du hast ihn noch nicht mal gefragt. Und dann, Subhanallah, du gehst einfach nicht Jumaa beten. Das ist eine Pflicht, der du nicht nachgehst, für die du zur Rechenschaft gezogen wirst und du hast gesündigt. Du hast gesündigt, definitiv gesündigt. Und nach dreimal hintereinander nicht zum Jumaa zu gehen, ist nochmal eine Stufe. Einmal. Ja, einmal unentschuldigt Jumu'ah zu verpassen, ist eine Sünde. Und dreimal hintereinander, danach kriegst du einen Stempel auf dein Herz. Das ist kein Spaß. Echt kein Spaß, liebe Geschwister, ja? Und deswegen muss man aufpassen. Das Minimum, frag deinen Chef. Freundlich, ja? Freundlich, darf ich bitte freitags für eine halbe Stunde oder eine Stunde Pause machen? Ja? Oder versuch, deine Schicht zu wechseln. Manchmal, ihr wisst ja, wie das ist, wenn man arbeitet, du arbeitest, keine Ahnung, irgendwo bei der Deutschen Bahn oder keine Ahnung wo. Ja, irgendwo arbeitest du. Und da, wo du arbeitest, Frühschicht, Spätschicht. Ja, was macht man oft? Man wechselt mit dem Arbeitskollegen, wechselt man. Der eine hat Frühschicht von, sagen wir mal, von 6 bis 2, du hast Spätschicht von 2 bis 10. Ja, Sommerzeit, Winterzeit, du weißt ja, wann Jumu'ah ist bei dir in der Stadt. Dann fragst du deinen Arbeitskollegen. Hey, können wir vielleicht bitte wechseln? Ja? Und wenn du ihm sagst, lass uns bitte die Schicht wechseln und ich lade dich ein zum Steak essen oder keine Ahnung, Halal Steak natürlich, ja? Irgendwas, ja? Oder ich sag mal, irgendwie auf irgendeine Art und Weise, versuch deine Schicht zu wechseln. Versuch, sag deinem Chef, lass mir eine Stunde frei. Sag mal, wenn du wirklich diese Arbeit unbedingt machen willst, weil es eine gute Arbeit ist oder du gut verdienst oder du keine andere leicht finden könntest, weil du zum Beispiel schon 50 bist oder was auch immer. Dann sag deinem Chef, wenn du siehst, ey, es geht gar nicht, sag ihm, lass mich Freitag eine Stunde Pause machen und dafür arbeite ich Samstag 6 Stunden, ja, von mir einfach so freiwillig. Bevor ich dir das sage, versuche erstmal ein guter Arbeiter zu sein, ja, versuche ein guter Arbeiter zu sein. Und das ist eine Sache, die auch wichtig ist, ja, wenn bei uns ist das ja oft der Fall, die Deutschen kommen einfach, wenn sie um 8 Uhr arbeiten, müssen kommen sie um 7:45, tanzen sie an und wir kommen um 7:45, ja, zu spät. Und dann hat man sowieso schon mal eine schlechte Karte gezogen, quasi, ja. Und dann hast du sowieso, stehst du bei dem, wenn du arbeitest, dann arbeitest du und die Hälfte der Zeit verbringst du in deinem Handy oder quatschen oder keine Ahnung. Du bist ein schlechter Mitarbeiter, ja. Wenn du zu deinem Chef gehst und du sagst ihm, lass mich Jumaa beten gehen, du bist der Letzte, dem er es erlauben würde. Warum? Weil du bist ein schlechter Arbeiter. Du bist ein, ja, ein Betrüger, ein Schlafmütze. So. Aber sei, islamisch gesehen, musst du ein guter Arbeiter sein. Ja, du wirst bezahlt, du musst normalerweise auch gut arbeiten. Auch wenn dein Chef ein ungläubiger Muschrik ist, du musst deine Arbeit gut verrichten. Das ist der Vertrag. Und das zählt auch islamisch gesehen. Ja, islamisch gesehen musst du auch diese Arbeit dann gut machen. Auch wenn du, egal wo du arbeitest, deinem Chef gegenüber, der dich bezahlt, dem musst du auch gute Arbeit, für ihn musst du auch gute Arbeit leisten. Wenn du ein guter Mitarbeiter bist, ein Vorzeigemitarbeiter, einer, der pünktlich ist, der gut arbeitet, ja, der freundlich ist, ein gutes Klima hat mit den anderen, etc., etc., du gibst dein Bestes. Wenn du dann deinen Chef fragst, hast du bestimmt viel, viel bessere Karten, eine Erlaubnis zu bekommen, als einer, der schlecht ist, ja, der immer zu spät kommt, der immer dies, das. Logisch, oder? Deswegen sollte man versuchen, das. Dann, wenn alle Stricke reißen, mach ihm ein Angebot. Sag ihm, ich arbeite dir dafür doppelt so viele Stunden. Ja, gib mir eine Stunde frei oder 2 Stunden frei oder den Freitagnachmittag frei. Dafür arbeite ich den Samstag kompletten Tag zum Beispiel. Ja, und die Stunden sind von mir kostenlos, brauchst mich nicht zu bezahlen. Mach ihm ein Angebot. Und das, was du dann mehr arbeitest, diese Stunden werden dir gezählt, inshallah, bei Allah als Anbetung, ja, weil du hast es gemacht, um Jumu'ah zu beten, um Allah zu dienen. Dann kriegst du Belohnung dafür, inshallah. Ja, das ist auch ein anderes Beispiel, was man machen kann. Versuch deine Schichten zu wechseln, freitags. Sieh zu, wie du klarkommst. Ich sag dir, sieh zu, wie du klarkommst. Versuch es, egal wie.
Ja, wenn du zum Beispiel eine Pause hast, ja, dann geh zur Moschee, zur nächsten Moschee, die in der Nähe ist, auch wenn es wirklich nur das Gebet ist. Oder du hörst von der Khutba nur einen kleinen Teil. Ja, vielleicht nur ein paar Minuten und dann ist schon das Gebet. Aber versuch teilzunehmen, egal wie. Ja, egal wie. Sagen wir mal, du hast alles versucht, nichts, da geht gar nichts. Dein Chef oder ja, der Schulleiter oder wer auch immer, der ist richtiger, ja, NPD, wie heißt denn immer? AfD. NPD, AfD, ja, AfD hoch 10, keine Ahnung, auf keinen Fall. Was sage ich dir, was du machen sollst als Ratschlag? Ganz ehrlich, versuche dann im Augenblick, in diesem Augenblick, wenn du es nicht nötig hast, weil dir geht es finanziell gut, ja, du hast schon, mashallah, fett Cash in deinem Konto, dir geht es sehr, sehr gut, oder du weißt mit deinen Qualifikationen, mit deinen Zeugnissen, du bist Akademiker, du bist dies, das, du hast Erfahrung, du hast dies, das, du kannst jederzeit überall woanders anfangen, dann lass diesen Job und arbeite woanders. Ja? Sagen wir mal, du bist nicht in diesem Zustand, sondern du arbeitest und du musst unbedingt arbeiten. Ja, du kannst es dir nicht erlauben, einfach so arbeitslos zu werden oder deinen Job zu verlieren. Warum? Weil du zum Beispiel von deinem Lohn hängt nicht nur deine Frau und Kinder ab in Deutschland, die mit dir leben zum Beispiel, sondern nein, deine Großeltern, deine Eltern leben in der Heimat oder ja, und die haben es ganz bitter nötig, weil die Medizin brauchen etc. Was machst du dann? Dann bist du vielleicht in einem Zustand, wo du entschuldigt bist, dass du dabei, weil du dann bist du in einer Darura, in einer Notwendigkeit. Dann arbeite da, solange du arbeiten musst. In der Zeit suchst du nach einer anderen Arbeit. Ja? Okay? Dann bist du vielleicht für diese Zeit entschuldigt, bis du eine andere Arbeit findest. Warum? Weil das eine Darura ist. Eine Notwendigkeit. Ich fliege jetzt raus bei Instagram und komme inshallah ganz kurz nochmal live. Stunde ist voll geworden jetzt. Okay. Aber wir sind fast fertig, inshallah, ja. Fast fertig. Okay, ich glaube, ich kann wieder live gehen. Einen Moment. So. Ja. So, Bismillah. Okay, inshallah, es hat geklappt. Bismillah. Einen Augenblick bitte ganz kurz. Also, okay, ich bin wieder live, auch auf Facebook. Machen wir inshallah weiter und wir sagen noch Herren und es dauert nicht mehr lange. Wir kommen inshallah zum Schluss. Wir sind fast fertig. Also, liebe Geschwister, ja, also ich habe das inshallah das letzte auch erklärt und das zählt, liebe Geschwister, auch für die Kinder. Man muss gucken, wie man das macht. Da müssen die Söhne, man muss ihnen beibringen, dass die irgendwie das Mittagsgebet, wenn die, ja, ab und zu mal kann man ja auch die Gebete zusammenfassen. Ja, manchmal kannst du die Gebete ja zusammenfassen, Duhur mit Asr. Aber das kann man nicht jeden Tag machen und das den ganzen Winter lang oder das ganze Jahr lang als Schüler zum Beispiel. Was man da aber als machen kann als Schüler, als Student, was man machen kann als Schüler oder Student, Baraklofikum, ist zum Beispiel, dass man sucht dir einen Platz. Du bist ein Schüler in der Schule, du gehst auch zur Schule, du musst Duhur beten, ja, du musst das Duhur beten, Montag, Dienstag, Dienstag, wir reden jetzt nicht über Jumu'ah, wir reden über die normalen Gebete, ja. Such dir einen Platz aus, irgendwo in der Schule, irgendwo auf dem Schulhof, wenn du gerade Pause hast und es ist mittags Duhur-Gebet, ja, man hat ja als Schüler, hat man immer alle 2 Stunden hast du ja eine Pause. Kleine Pause ist natürlich zu früh, aber die zweite Pause ist ja schon, keine Ahnung, 11 Uhr oder so. Und wenn du länger Schule hast, Ganztagsschule oder so, hast du ja zwischendurch auch wieder eine Pause. Wenn du Pause hast, dann kannst du nicht einfach so auf dem Schulhof chillen gehen und spielen, Fußball spielen und essen. Und nichts machen und das Gebet einfach verstreichen lassen. Die Gebetszeit. Obwohl du weißt, wenn die Schule fertig ist, ja, dann ist schon Asr.
Das heißt, du hast Dora nicht gebetet pünktlich. Dann hast du Haram gemacht. Das ist eine Sünde im Islam. Und deswegen, was machst du? Wenn Pause ist, geh kurz auf Toilette, mach kurz Wudu. Wenn du nicht schon Wudu hast vom Morgengebet, von Salat al-Fajr, Subh, dann geh auf Toilette, mach ganz kurz Wudu. Und dann, wenn du nicht vor den anderen, am besten betest du auch nicht vor den anderen, weil da wird es irgendwo einen geben, der sagt es dem Lehrer oder der Lehrer dem, ja, irgendwie so, und dann machen die einfach Stress. Ja, obwohl du, wäre das verboten, zu beten? Nein. Wäre nicht, oder? Du kannst, wenn du auf Pause, wenn du Pause hast, du kannst auch Fußball spielen, du kannst Yoga machen, ja, du kannst dich hinsetzen, du kannst machen, was du willst. Aber glaub mir, weil es so viele Leute gibt heute mit Hass, und es kommt ja nicht von ungefähr, wenn ja von oben dieser Hass schon kommt, ja, dann ist es ja klar. Deswegen, man wird definitiv Leute finden, die dann, ein Schulleiter, ein Lehrer, der dann Probleme machen will. Der ruft deinen Vater zur Schule, dein Sohn betet hier, das darf man nicht, bla bla, der wird Theater machen. Obwohl, wenn einer der Yoga machen würde, oder Sport, oder kein Liegestütze, der würde nichts sagen. Ja, wenn ein Jude da mit seinem Käppi irgendwo an der Wand stehen würde, sagen wir mal, er würde beten, die würden, das wäre kein Problem. Aber als Muslim, die würden ja ein Problem, die würden daraus ein Problem machen. Nicht alle Schulen, vielleicht aber die viele. Aber was kannst du machen? Pausenhof ist groß. Du kannst irgendwo hingehen. In die Schule rein, irgendeinen unter der Treppe, irgendeine in deinen Klassenraum rein. Irgendwo, wo keiner ist. Irgendwo, wo niemand ist. Draußen auf dem Schulhof, hinter dem Baum, irgendwo auf der Straße, keine Ahnung, bete irgendwo. Du brauchst nicht Sunna zu beten, du brauchst nicht Adkar zu machen. Einfach nur das Mittagspflichtgebet beten. Ich glaube, bei vielen Schulen, das mit Kopftuch gar nicht. Das ist schön. Mit Kopftuch? Ja. Kopftuch? Ja. Nein. In Deutschland ist Kopftuch nicht verboten in den Schulen. Doch, in manchen schon. Kann ich mir nicht vorstellen. Doch. Ich kann mir nicht mehr vorstellen. Doch. Allahu alam. In Deutschland ist kein Kopftuchverbot für in den Schulen. Wie auch immer, auf jeden Fall, egal wie es ist, das wäre zum Beispiel eine Sache, die man machen muss. Und Salat al-Jumu'ah muss man auch gucken, wie man das macht. Ja, muss man gucken, wie man das macht. Und ganz ehrlich, Allahu alam, aber ich, barakallahu fikum, ich sehe das so, dass der Schüler und der Vater des Schülers, wenn jemand die Sünde trägt, dafür, dass einer nicht betet, dann ist es entweder der Vater oder dieser Junge selbst. Und ein Junge, der schon die Reife erreicht hat, er trägt natürlich selber seine Sünde. Er trägt selber die Sünde, weil er muss beten. Ja, er muss beten. Und ansonsten, Allahu alam, wenn der Vater ihm nicht dabei hilft, ihn nicht so erzogen hat, ihm das nicht sagt, etc., kann sein, dass der Vater die Sünde mitträgt. Aber Allahu ta'ala a'la wa a'lam, ich sehe es falsch, und ich glaube nicht, dass das ein Gelehrter sagt, dass dann der Junge entschuldigt ist und die Sünde trägt der Schulleiter oder die Schule selbst. Das scheint mir sehr absurd, ehrlich gesagt. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, und möge Allah allen Muslimen einen Ausweg machen und möge Allah uns das richtige Verständnis geben, dass wir zumindest versuchen. Versuch dein Jumu'ah-Gebet zu beten. Ja? Versuch es. Und wenn dann diese Arbeit ist, die nicht erlaubt, wo du arbeitest oder so, dann versuch eine Lösung zu finden. Versuch, wenn du auf Allah vertraust und du, man findet Arbeit. Ja? Wenn du eine Arbeit lässt für Allah wegen Jumu'ah, der will dich auf keinen Fall, der Chef will dich, du musst arbeiten, er lässt dich zum Jumu'ah. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat gesagt, derjenige, der für Allah eine Sache lässt, Allah wird ihm etwas Besseres geben, als er gelassen hat. Inshallah, Allah gibt dir einen besseren Job. Und dann hast du diese Arbeit, aber such eine andere Arbeit. Ja, es gibt manche Brüder, die sagen, nee, ich arbeite einfach nicht. Warum? Ja, man darf sowieso nicht Jumu'ah beten. Stimmt nicht. Ja, das stimmt nicht. Und ich habe ehrlich gesagt, ich habe das schon mal erlebt in Deutschland, dass mir Brüder gesagt haben, dass sie gesagt, ein Bruder sagte zu mir, ich bin in eine Firma gekommen, habe ich da gearbeitet. So viele Muslime haben dort gearbeitet. Ja? Er sagte, so viele Muslime haben dort gearbeitet. Freitag, keiner betet Freitag Jumu'ah. Da hat er die gefragt, sagte, ja, was sollen wir machen? Wir leben in Deutschland. Der Bruder ist zum Chef gegangen und hat ihm ganz ordentlich, freundlich gefragt. Kein Muslim, Christ oder Atheist. Ich bin ein Muslim und wir müssen eigentlich freitags beten. Dürfen wir freitags, darf ich oder wir Muslime freitags beten? Der Chef, wisst ihr, was er gemacht hat? Der Chef hat mir, ja, kein Problem. Der hat ihn, komm mal mit. Der hat ihn so in einen Raum gebracht. Den Raum hier könnt ihr benutzen, könnt ihr da drin beten. Schaut.
Da haben so viele Muslime gearbeitet, Dutzende. Dutzende, sehr, sehr viele. Kein einziger hat sich überhaupt Gedanken darüber gemacht, den Chef zu fragen. Ja? Schaut, der eine Muslim, der kommt dahin, dürfen wir beten? Ja, kein Problem. Der Chef hat kein Problem, komm, ich gebe dir sogar einen Raum dafür. Der hat den extra einen Raum dafür zur Verfügung gestellt. Und er hat ihn erlaubt zu beten und er hat ihn das nicht mal vom Lohn abgezogen. Das war eine Käfer. Ja, ihr geht beten, in der Zeit, wo ihr betet, ihr kriegt weiter Lohn. Ja, als wäre das eine Pause, subhanallah. Schaut, das ist ja auch, manchmal ist es einfach nur der Wille von einem. Hast du überhaupt Interesse, Jumaat zu beten? Ja? Hast du überhaupt Interesse, Jumaat zu beten, subhanallah? Und deswegen, liebe Geschwister, ist es wichtig, dass wir wenigstens es versuchen. Ja, es versuchen. Und wenn du dafür deinen Job hinschmeißt, ja, barakallahu fikum, inshallah kriegst du einen anderen Job. Vielleicht kriegst du einen anderen Job, der vielleicht sogar besser ist als das. Aber auch nicht einfach so, ja, nee, ich arbeite gar nicht, egal, Sozialhilfe und fertig. Nein. Ja. Und ich habe das schon nicht ein- oder zweimal mitbekommen, dass es Chefs, ja, und in Unternehmen das gibt, dass sie Erlaubnis gegeben haben, den muslimischen Mitarbeitern Erlaubnis gegeben haben, zu beten. Gibt es viele Firmen, die das erlauben? Ja, oder ein Chef. Und Allahu Ta'ala, Allahu A'lam. Kommen wir inshallah zum letzten.